Laden wir hier mal ab, dass wir hier den Alkohol schön weiter produzieren können. So, eins kommt hier rein. Jetzt können wir die zwei wieder Betrieb aufnehmen. Und für die zwei reicht es auch noch praktisch. Also hier gleich die zweite dazu. Und hier wieder Betrieb aufnehmen. Perfekt. Funktioniert jetzt so. Und ach, der Händler kommt. Prima. Hier baue ich jetzt noch einen Weg hier dazu. Dann kann der Kahn von diesem Markthaupthaus auch abholen gehen. So, der Händler verkauft mir. Ja, er hat mir viel verkauft. Prima. Dann können wir jetzt ja Erz abbauen. Also hier Erzvorkommen, Bergwerke, hier das die kleine Erzmine. Hier passt dazu die Erzschmelze. Baue ich mal so. Am Weg, ja. So. Mache ich es am besten so. Und dazu, jetzt haben wir aber erst Eisen, wenn dies hier die Produktion aufgenommen hat. Deswegen hier noch den Schmied. Bauen wir auch direkt hier dazu. So, sieht recht hübsch aus. Und dann produzieren wir mal Werkzeug. Perfekt. So, Lager füllen sich so ziemlich überall. Perfekt. Tabakwaren ist noch relativ schleppend. Da nehme ich mir jetzt dann nochmal hier alles Mögliche mit. Fahr mal hier rauf. Werde noch noch zwei Tabakfelder bauen und dann werden wir hier rauf nach Norden Lampenöl abbauen. Also abbauen. Wale, also Lampenöl produzieren. Und Nahrung ist schön viel, da können wir noch ein paar Pioniere bauen. Ist ganz gut für unsere Bilanz. Hier den Fleck lasse ich frei für den Medikus. Den können wir gleich erfinden. Denn wenn mal die Pest ausbricht, ist der Medikus dann gleich zur Stelle. Ich baue ihn jetzt auch gleich hin. Okay, brauchen wir Werkzeug. Aber wie wir sehen, er hat beinahe die ganze Stadt in seinem Einfluss. Also sehr einfach, also relativ praktisch dieser Ort. Hier zeigt uns an, dass gerade der gelbe Computerspieler 500 Einwohner erreicht hat. Wie wir sehen, der hat auch schon Bürger. Sieht recht, also der ist recht gut beim Entwickeln. Und der ist noch bei Siedlern. Naja. Okay. Hier abladen. Und noch zwei von diesen hier. Ach, da geht einer und noch einer anpflanzen. So, und den machen wir hier rein. Ach, Steine schon wieder. Das gibt's doch nicht. Die brauchen so viel Steine. Wir haben Gott sei Dank hier eh welche auf Lager. Die nehmen wir mal mit. Ja. Alkohol haben wir jetzt viel. Also bauen wir hier schön unser Wirtshaus rein. Ah, ich habe das gar noch ein Stückchen Weg zu viel. Ach, wir brauchen wieder Werkzeug. Ein Stückchen Weg, den Weg zu weit draußen gebaut. Naja. Haben wir halt Platz wieder für irgendwelche Marktstände oder Verzierungen. Das passt dann schon. So, 10 Steine. Rauf hier. So.
Das Wirtshaus kann auch gebaut werden. Perfekt. So. Wie gesagt, immer neben einem Markthaupthaus, dann kann der Wirt schnell und effektiv immer wieder das Bier holen. Oder eigentlich, jawohl, jetzt ist es Bier mit Getreide. Mit Hopfen. Und so, abladen. Und die Verarbeitung hat hier wunderschön Platz. Hat auch sogar alle Tabakfarmen in ihrem Einzugsbereich. Aber ja, hier schön ranbauen an den Weg. Perfekt. So, die Produktion müsste jetzt auch funktionieren. Und mitnehmen das Ganze. Und jetzt fahren wir mal hier hin. Und hier werde ich jetzt noch ein Kontor errichten, damit das Schiff es nicht zu weit hat, um das Lampenöl zu bringen. Also hier baue ich den mal hin. Dann kann man von oben nach unten schön in einer Linie fahren. Und dazu brauchen wir noch ein Schiff. Also bauen wir wieder eines. So. Werkzeug haben wir auch wieder viel. Also da können wir jetzt vorsorglich schon, bevor die Pest ausbricht, hier den Medikus errichten. Und dazu noch ein, zwei Heilkräuterplantagen. Ach, wir brauchen Holz. Gut. Ich baue das jetzt mal hier hin einfach. Schön mit dem Weg. So. Anpflanzen. So, einer reicht eigentlich. Die produzieren recht flott. So, jetzt nehme ich mir hier noch was mit. Und ab geht's nach Norden. Okidoki. Jetzt haben wir überall null. Wenn ich mit dem alles mitnehme. Naja, die Lager füllen sich schon wieder. Ja, schon wieder zwei Werkzeuge. Drei Holz und zwei Ziegel. Hier, die Lager füllen sich auch schön. Ist alles wieder Paletti. Ja, Nahrung haben wir immer noch. Sehr viel, also. Ach, Holz brauche ich da. Naja, für die Holzproduktion, also der Schmied und die Erzschmelze brauchen beide Holz. Also werde ich die Holzproduktion nochmal ein bisschen aufstocken. Mal schauen, wo hier was hingeht. Ja. Baue ich mal hier einen hin. Und daneben noch einen zweiten. Jetzt kam gerade die Meldung, ich habe 1500 Einwohner. Also ist es schon recht schön, so eine Stadt. Schon schön groß. Und gleich dürfte der zweite Holzfäller zu bauen gehen. Den baue ich dann hier hin. Ja, so. Ah, das Hanfplantage. Holzfäller, da ist der richtige. So. Das heißt wieder mal warten. So, perfekt. Anpflanzen. So. Mach mal gleich so. Okay, und der ist auch oben. Bauen wir mal ein Kontor. Abladen. Und mit dem Schiff gleich wieder nach unten fahren. Falls wir Ladung brauchen, dann sparen wir Zeit. Dieses Schiff hier fahre ich auch mal hier rauf. Ah, genau, wir brauchen Hanf, also Seile. Sonst können wir hier keine Walfängerschiffe bauen. Also hier Walfänger bauen wir hier an die Küste einen. Und der braucht jetzt Seile, 7 Tonnen Seile für ein so ein Schiff.
damit er dann eben ein Schiff bauen kann.